von wem hast du Klatsche bekommen? Abu Sahin, von wem hast du Klatsche bekommen? Von niemand. Wallah, also, bin auf Koran, auf meine Mutter, auf lüg Koran. Nicht, lüg nicht, hast du bekommen in Berlin. Ich auf Koran, es war fake. Hör nicht auf Koran, hör nicht auf Koran. Auf Koran. Koran, es war fake. Alles ist fake. Du hast okay. Eine Schöne bekommen, du hast dich auch... Jetzt ein Tschetschener oder ein... Nein, ich bin jetzt Abu Sahin, ich bin Libanese, Habibe. Ich bin Libanese. Du bist nicht Libanese, du bist Mayonnaise. Ich bin Libanese, soll einer kommen? Mayonnaise, nicht Libanese. Hör mal zu, denn... Ich bin Libanese, soll einer kommen? Mir eine... Warum willst du gerade die 13-jährige Zuschauer... Dann kennst du diese Gott Umar. War das fake, diese Fake-Klatsche? War das fake? War das fake? Denkst du, ich wäre wie Abu Hasmen dahingegangen, der hat mich entschuldigt bei 50 zu 10. Ich Ahmed Celle, Ahmed Celle, Ahmed Celle, Ahmed Celle, pass mal auf, Ahmed Celle, 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 bleib mal locker. Ich am nachke mal und ich am nickne bedahre. Ahmed Celle, hek und hek und mit euch alles hin. Habibi, warte, ich sag dir was. Lass doch weg. Man ist ein Löwe. Du, Abu Hasmen war ein Mann und ist wie ein Mann in die, dahin gegangen. Ja, zu zweit, aber wir kamen zu 50. Zu gehen. Habibi. Wir kamen zu 50, du Vollidiot. Ich werde diese Flasche bei dir reinstecken. Da geht's richtig ab, Alter. Was ist hier los, Mann? Guck mal, ihr seid zu zweit hingegangen, die waren 50, Mann. Stimmt oder stimmt nicht? Jo. Ja, und jetzt ist doch egal, lass ihn doch, ja. Ist Adriano, sei ruhig, die Männer sich unterhalten haben, die Frauen nicht dazwischen zu quatschen. Ach so, und du guck mal deine schwule Brille an, Abu Hasmen. Walla! 2 Euro Brille! Walla, die machen das nur für Fame, nicht für Entschuldigung. Die machen das okay, Ahmad, hör mal zu, ganz kurz. Hä, wieso bist du rausgegangen? Was machst du denn? 20 Mann, obwohl wir uns nur treffen wollten und irgendwas trinken. Erzähl mal, warum waren die 20 Mann? Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, das hab ich noch nie gesehen. Warum waren die 20 Mann? Ich hab Verschlusswarnung, aber das hab ich noch nie gesehen, Bruder, dass die 20 Mann waren. Ich sag dir, Wallah, ich hab mich mit Hamid und Yusuf mit denen getroffen. Wir wollten nur Tee trinken nach Kampf. Die haben alles da abgeklärt. Bruder, die waren zu schwach. 10 Männer von denen in Jürgen. Du scheinst ein korrekter Mensch zu sein. Bitte halt doch deinen Mund und halt dich von diesen Sachen raus. Warum ja, aber warte, ich will dir nur sagen, Bruder, weil keiner stellt unsere Nationalität als Fische da, sag ich dir, wie es ist. Keiner hat auch das da gestellt. Ja, aber die gehen zu zweit hin, wo es stand, Bruder. Ich war mit Barella dort, 10 Mann sind gekommen, Bruder. Du als Person bist selber verantwortlich. Bruder, ich war mit Barella bei dieser Boxveranstaltung, du hast uns selber gesehen. Wir sind gegangen, 10 Tschetschener um uns herum. Bruder, in dieser Boxveranstaltung waren okay, 100 kann sein, ein Tschetschener kommt, der steckt und fertig. Tschetschener gekämpft, was hast du denn erwartet? Da waren auch 200 Araber. Warte, lass mal kurz ausreden. Ich sag nicht, ihr seid nicht stabil, versteh mich nicht falsch, Bruder. Aber Bruder, Janne, wir machen auf Moslem so und so. Dann klären wir die Sache wie Brüder, oder? Bruder, bitte, guck mal, warum waren die 10 Tschetschener neben dir? Warum? Bruder, ich hab nichts getan. Aslantik, ich war ein mit Aslantik gut. Ein Mensch, der nichts tut, dem wird auch nichts angelegt. Hör mal zu, ich war mit Aslantik gut. Er sagt, ey, im Video, ich hab danach gesehen, wir haben jetzt Ahmad Patron den Hund und Barella den Hund. Bruder, ich hab noch nie was gegen ihn gesagt. Okay, warum hast du in diesem Moment nichts getan? Ja, Bruder, 10 gegen 1. Na, du sagst doch, nächste Treff, ich bin dabei, auch wenn die 15 sind. Warum hast du dann da ja, nicht? Bin ich auch. Ja, aber warum bist du dann dabei, damit du genau... Oder weißt du warum? Weil wir Libanesen, wir guck mal, die Idioten, die halten nicht richtig zusammen. Aber wenn wir zusammenhalten, scheiß auf Nationalität, das hat nichts mit Nationalität zu tun, Bruder. Wallah, ich mag dich, ich schwöre auf Koran. Aber wenn ihr meint, dass ihr Tschetschener Libanesen runterdrückt, Bruder, dann seid ihr an der falschen Adresse. Wie gesagt, wir Tschetschener sind gut mit Libanesen. Ich sag dir, wie ist es, dann seid ihr an der falschen Adresse. Ich brauche nicht Abu Hasmen oder Abu Hamza. Ich rufe meine schiitischen Libanesen, Bruder. Von hier NRW. Und dann will ich sehen, ob ein Tschetschener was macht. Wallah, sag ich dir, wie ist es?
Bruder, sei doch mal kurz klein. Wir sind Mardellis, wir sind Libanesisch. Du bist Mardelli, du bist Super Saiyajin. Du bist ich bin kein Mardelli, ich bin libanesischer Schiite, Bruder. Na, Super Saiyajin, ja, genau. Komm, du mal sag ihm, ja, Super Saiyajin. Denk gar nicht daran. Aber du. Zehner, libanesische Schiiten klein machen, Habibe. Macht ruhig mit denen, was ihr wollt. Aber mit uns libanesischen Schiiten, Bruder, vergiss. Kann jeder vergessen. Kannst du deine ganze Gang ausrichten, alle? Bruder, wenn sein muss, wenn... Ja, Allah, ciao, Bruder, Alter. Ich schwöre auf meine Mutter. Guck mal, wir libanesischen Schiiten, keiner kann unseren Eimers, okay? Soll einer, komm, wir machen Berlin-Treffpunkt. Ich gehe mit meinen Brüdern hin. Guck mal, ich hab sie schon blamiert, Bruder. Mit dieser Sache mit Ertunsch. Aber ich schwöre auf Koran, Mazen Kolonie, Naldo Fares, Schacho-Familie, jeder... Ich komme mit denen, Bruder, und ich will sehen, dass ein Tschetschener uns klein macht, okay? Nur damit du Bescheid wirst. Nur damit ihr Bescheid wirst, Wallah. Keiner wird uns klein machen. Die sollen nicht machen. Wenn die Mardellis der Meinung sind, Tschetschener haben was gegen die zu sagen, wir, Libanesen, Schiiten, 313, Habibi, Libanon, keiner sagt uns was, okay? Nur damit ihr wisst. Ich... Schickt ihm mal zwei Gartenzwerge, damit er sich freut. Dass er freiwillig zusammen mit seinem Kind das Auto fährt. Um 20 Uhr so haben es beobachtet, erzählt. Waalaikum assalam. Ende. Kommt Leute, kommt, kommt. Schickt mal was Richtiges. Brennender Mensch oder Herbstwurm. War das dein letztes Gewinn? Warum spielt der Spiel? Aber. Ja, solche Fragen frage ich jetzt noch nicht. Philipp, Murat, Tajik, Remo, Lorenzo, ja, ne? Timo, einer muss das raus.